intento con mi compañero Thomas de Judo School Munich una técnica. Und jetzt nochmal auf Deutsch. Heute bin ich nämlich Tori und werde euch eine Technik aus Spanien vorstellen. Und zwar, die nennt sich El Toro. Und das ist auf Deutsch der Stier sozusagen. Wir fangen in der Banklage an. Also dann Thomas. Mache ich dann erstmal die Bank für dich. Genau. Wichtig hier ist, wir greifen über Uke und unter ihm auch sozusagen und gleich am Ärmel. Dann wandern wir rüber und stecken den Kopf unter seinem Körper und jetzt ganz einfach eine Rolle nach vorne. Und jetzt habt ihr schon einen super Haltegriff. So, dann probieren wir noch mal eine andere Perspektive, wo man den Roller richtig sieht, oder? Ja. Wie willst du mich haben? Das Kopf durchstecken. Dann wollen wir so rum. Okay. Jetzt eine andere Perspektive. Jawohl. Auf was muss man da jetzt genau achten? Man muss auf jeden Fall achten, dass man den Griff, also Ärmel, gut festhält und nah am Körper dran ist. Vor allem, wenn man den Kopf unter Uke steckt, ist es sehr wichtig, weiterhin diese Körperspannung zu behalten und dann einfach schön rollen. Okay, dann zeigen wir es euch doch noch einmal ohne viel Geschwätz, einmal schön die Technik noch durch. Hanna, leg los! Das kann man auch machen, wenn Uke schon die Technik kennt. Jetzt kennt Thomas die Technik schon und er legt mich hin. Und dann ist es rüber. Das ist mit dir. Aber bei anderen könnte es vielleicht klappen. Okay. Gut. Also danke Hanna für die interessante Technik. Bitte? Den Stier, El Toro, nicht vergessen. Genau. Und einfach probieren, schreibt in die Kommentare rein, wenn ihr nochmal noch Fragen habt. Hanna oder ich beantworten die gerne. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Genau, danke fürs Zuschauen. Sehr.